I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. So, und wieder zurück bei Uncharted 4. Sind wir auf dem Friedhof. Das ist ja der Hammer. Willkommen im Schlafraum, Heiliger Desmas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Hey Nathan, sieh mal. Bei dem sind zwei Entermesser. Wie bei der Schriftrolle vom Kreuz. Lass mal sehen. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Bleibt noch sau viel zu tun. Okay, gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen dreien, dann haben wir's. Dann entweihen wir ein paar Gräber. Los. Hey, sieh mal hier. Tempus edax rerum. Nein, das ist nicht das Grab, das wir suchen. Bei dem fehlt das Piratensymbol. Das ist ein Pirat, oder? Ach, Mist. Keine Schwerter, das ist es nicht. Das Datum ist korrekt, aber die Schwerter verkehrt herum. Leider falsch. Das ist es nicht. Oh, die Schwerter passen. Mal sehen. Nee. Die Daten sind falsch. Hast du was gefunden? Hey, wo willst du hin? Ich sehe erst mal hier nach. Oh, okay. Hey Nathan, die Grabsteine sind hier drüben.
nicht mehr auf den Friedhof. Nein, keine gekreuzten Schwerter. Bist nicht unser Freund. Hey, sieh dir das mal an. Ja. Kein Piratensymbol. Ein schönes Keltenkreuz, aber nicht unser Grab. Ich glaube, ich hab was. Nathan, schau dir das mal an. Nein, falsches Datum und die Schwerter passen nicht. Die Schwerter passen. Und das ja auch. Sam, komm her. Hast du's? Da, Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehört er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Hm, ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Was ist das? Nein. Bist du bereit? Oh, ich bin schon lange bereit. Sieh mal an. Mal sehen, was wir hier haben. Nein.
Das ist eine Gruft. Eine Gruft? Hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. Das hat ein alter Mönch geschrieben. Endlich ein Wunder, das am Feiertag unseres heiligen Dismas. Wochen nachdem wir erfahren hatten, dass die Krone plant, unsere Kathedrale zu zerstören und unsere Lande zurückzufordern, kam ein Fremder in unsere Mitte, während ich und mein Noviz unser Morgengebet sprachen. Ein erschreckender Anblick. Kieselfarbene Augen und ein dichter, ungepflegter Bart. Er trug die Kleidung eines Schiffskapitäns und besaß ein prachtvolles Schwert sowie einen großen Lederbeutel. Wir luden ihn ein, sich zu uns zu gesellen, und er nahm die Einladung dankbar an. Während dem Essen erzählte der Fremde eine traurige Geschichte über eine Seeschlacht und seinen Wunsch, seine Kameraden auf heiligen Boden zu begraben. Dabei bekannte er eine Art Verwandtschaft mit unserem heiligen Dismas. Und daher teilten wir unsere eigene leidvolle Geschichte mit ihm. Die Ländereien verwahrlost, kein Geld von der Krone und die Kathedrale bis auf uns zwei verlassen. Er nickte wissend, bevor er eine Menge Goldmünzen aus seiner Tasche zog, wie ich sie vorher noch nie gesehen hatte. Der Fremde bot uns Gold im Austausch gegen unser Land und all die Bauten an, die sich auf ihm befanden. Obwohl meine Überzeugung mit meinem Verlangen im Konflikt lagen, spürte ich, dass eine Ablehnung töricht wäre. Mit dieser Menge Geld können wir anderswo gewiss mehr Gutes tun als hier in dieser verlassenen Küste. Was den Fremden angeht, möge diese Lande seinen Vorhaben gute Dienste leisten, wie auch immer diese aussehen. Flasche, ne?